Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 5 Mods. Ja, heute haben wir mal wieder einen richtig schicken Wagen, wie ich finde. Und zwar haben wir den neuen, den 2017er Nissan GT-R. Ja, wenn wir hier ins Detail gehen, sehen wir bei der Front schon, abgesehen vom Motor, sehr schöne Details überall und wunderbare Ausarbeitung, wobei ab und zu an manchen Stellen kann man leider ein bisschen durchschauen, wie hier beim Licht gut zu sehen. Der Motor ist wie gesagt leider nicht ganz so gut ausgearbeitet, das ist leider ein bisschen schade und zieht auch die Wertung des Autos dann am Ende runter. Im Gegensatz dazu sehen die Räder und die Bremsen aber wunderbar aus und geben nichts zu bemängeln da. Generell die gesamte Seite hat gute Qualität und wirkt stets gut. Das Heck, eines der schönsten Teile des GTRs, ist auch sehr schön. Hier die Auspuffrohre sehen sehr gut aus, aber hier auch wieder zu sehen Teile, an denen man durchsehen kann. Der Heckdiffuser und natürlich auch die Rücklichter sind gut. Der Kofferraum ist aber ähnlich wie der Motor, wie die Motor. Bereich Dingster, Boomster, auch nicht ganz so gut geworden. Die andere Seite hier natürlich nochmal im Blick, aber auch hier gibt es natürlich nichts zu bemängeln. Besonders werfen wir nochmal einen kleinen Blick auf die leider nicht perfekt texturierte, aber dennoch schicke GTA-Markierung an der Seite über dem Lufteinlass bzw. Auslass. So, kommen wir jetzt aber mal zum Interieur des Wagens, das an sich gut aussieht, auch wenn es irgendwie ein bisschen komisch ist, wie ich finde. Also irgendwie ist es aus, als hätte man es irgendwie mit so heumäßigem. Ihr kennt diese Strohhüte, so als wäre das aus diesem Strohhutmaterial. Aber sonst ist es an sich ganz gut gemacht. Im Heck sieht es nicht ganz so gut aus, weil es eigentlich nur eine Textur auf einer runden Schale ist. Aber naja, manches gut, manches nicht so gut. Aber generell, denke ich, wenn wir grob gucken, macht der Eindruck eigentlich ganz gut. So, wollen wir jetzt aber mal gucken, wie sich der Wagen fährt. Das heißt, wir gehen jetzt rüber in die Ego-Perspektive. So, nach dem detaillierten Blick auf den 2017er Nissan GT-R wollen wir doch mal einsteigen und gucken, wie er sich fährt. Die Lichter werde ich natürlich auch nochmal zeigen. Und so sieht es ein, wenn man in der First Person in ihn einsteigt. Ups, ich habe da mal noch... Jupp. Ganz tolle Musik an. So, du gehst zu. So sehen die Lichter aus. Und hier nochmal das Interieur aus der Ego-Perspektive. Gut, wir wollen aber natürlich gucken, wie schnell der Wagen ist. Und rechts natürlich wie immer die Geschwindigkeitsanzeige. Und los geht's. Auf jeden Fall, eine ganz schön ordentliche Beschleunigung hat er jetzt schon mal, der GTR hier. Wobei der natürlich auch in echt eine ziemlich krasse Beschleunigung hat. Vor allem für den Preis. So, also bei 200, also schon schneller als... Ja, er ist schneller als jedes Standard-GTA-Fahrzeug. So, hier in die Kurve, übersteuern, aber kontrollierbar. Und an sich eine ganz gute Kurvenlage. Gucken wir mal jetzt hier in der Linkskurve, wie er sich da steuert. Da seht ihr, das Heck bricht aus, wenn ich jetzt nichts mache. Slidet er um die Kurve. Aber es ist super leicht zu kontrollieren. Gut, hier durch und zum Crashtest mit 214 km/h und einmal rum. So, wir sehen schon mal, hier kann man durchgucken. Das ist schon mal nicht so gut. Da. Aber der Crash sieht ganz ordentlich aus, würde ich sagen. Also der ist gut geworden. Wollte ich mal fixen. Ordentlich eingedellt und eingedrückt. Auf zum Überschlagstest einmal hier über das Fahrzeug rüber. Und wir dachten schon, wir landen auf den Rädern. Aber sind wir nicht. Und hier auch ordentlich eingebaut. Also der Crash ganz schick. Das ist schon mal gut. Aber ist die Frage, wie er crasht, wenn wir mit 540 km/h gegen den Hangar fliegen. Im Boost-Überschlagstest, beziehungsweise im normalen Boost-Crash-Test erstmal. So, 540 km/h. Und da ist er vorne ziemlich platt geworden. Autsch. Fixen wir. Okay, und dann natürlich noch der Boost-Überschlagstest. Oh. Okay. Interessant heute gewesen, aber ein sehr schöner Überschlag. Mit dem wir viel...
verlieren und in extrem zerteilen. Also der Crash ganz cool im Vergleich zu anderen GTA-Fahrzeugen und vielen Mods, die wir haben. Ist nicht hoch detailliert darunter, aber das ist okay. So. Aber wollen wir den Wagen mal bewerten? Zur Bewertung des Gen-Rom. Also, grundlegend eine sehr gute Mod, aber hat halt eben kleinere Probleme wie... Alles gut. Ich kann fahren. Sagt meine Mutter zum Beispiel. Nein. Also der Wagen hat eine ganz gute Qualität an sich. Gibt nur so kleinere Sachen, die ein bisschen blöd sind, wie zum Beispiel der Motor. Gibt es ab und zu ein paar... Oh Gott. Ups. Ein paar Texturen, die nicht so schön sind. Oder zum Beispiel... Hier, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Guck mal, da wo diese kleine Kante drin ist. Sieht so, als hätte da irgendwie eine überall Dellen reingeschlagen. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Oh, weg da. Meine Güte. So was da fahren. Aber ja, generell an sich eine ganz gute Mod. Wollen wir nochmal gucken? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Doch, genau, stimmt. Der hatte aber Tuning-Teile, die ich hier mal zeige. Klick, 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 klick. Standardsachen natürlich hier. Frontbumper. Schöne Cancards. Also der lässt sich ziemlich intensiv tunen. So, hier noch Skirts. Dann Exhaust hinten. Auch ändern. Chassis an sich können wir eine Roll Cage einbauen. Dann hier können wir den Kühlergrill an sich rausbauen. So, dass wir den Intercooler offen haben. Hier Motorhaube. So, auch sehr schöne Details. Hier können wir ein White Body Kit drauf machen. Haben sogar zwei verschiedene. So. Was macht das? Muss kurz finden. Vielleicht wenn wir hier irgendwas machen. Ja, das macht das hier schwarz. Macht schwarze Akzente dazu, okay. Dann können wir das Dach aus Carbon machen. Und ja, generell, dadurch, dass er noch ganz viel, also dass er ganz gute Tuning-Optionen hat, Components und so weiter. Ganz chrom. Ha. Und Kappe, oder? Oh ja. Würde ich sagen, eigentlich minus 2 Punkte, aber dadurch, dass er gute Tuning-Optionen und so weiter hat, geben wir ihm 9 von 10 Punkten. Download-Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Die letzte Folge findet ihr im Anschluss genauso wie eine Folge Battlefield. Eine Folge Battlefield 1 Multiplayer. Wir sehen ein bisschen kaputt aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Aus Kleiner sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao. We'll be right back.